Abfahrt in St. Leon Roth. Ein sensationelles Wochenende steht bevor. Der Saisonhöhepunkt für die AK-14 Mädchen stand auf dem Programm. Die deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Golfclub Rhön-Fulda. Die Spielerinnen reisten als Favoritinnen 200 Kilometer entfernte Osthessen. Bereits am Donnerstag begann das Abenteuer. In Fulda angekommen, ging es nach einer kurzen Stärkung gleich an die Aufwärmarbeit für die erste Proberunde. Germany's Next Top Girls of Golf waren bereit für das Abenteuer Meisterschaft. Bei kühlen Temperaturen ging es vor allem darum, den Platz kennenzulernen. Schnell wurde klar, dass das extrem hügelige Terrain den Spielerinnen alles abverlangen sollte. Nach der Runde wurde noch einmal am langen Spiel gearbeitet, aber Spaß hatten sie auch, die Mädels aus St. Leon Roth mit ihren sportlichen Trainern. Workout in Fulda. Am zweiten Tag ging es unter der Leitung von Trainer Fabian Bünker darum, auf der Übungsrunde den Gefahren des Platzes aus dem Weg zu gehen und sich gut auf den Wettkampf am Wochenende einzuschießen. Trotz widriger äußerer Bedingungen und strömenden Regen spielten die Mädchen konzentriert ihre Runde. Stets unterstützt, auch von Co-Trainerin Anja Kratzer, Kapitänin Helga Kowohl und Mentaltrainer Herbert Forster. Alles mit viel Vorfreude auf die Titelkämpfe und das abendliche Trainerritual. Liegestütze. Endlich ging's dann los bei erneut schwierigen Wetterbedingungen mit den klassischen Vierern. Laura Kowohl spielte mit Leonie Harm. Mit klasse Putts hielten sich die beiden immer wieder im Spiel. So sprang am Ende eine 80 auf dem Par 72 Kurs heraus und damit das drittbeste Tagesergebnis. Auch Carina Juncker und Valerie Gress gingen hochmotiviert in die erste Runde und sie zeigten gutes Golf. Der Lohn? Eine 81er Runde. Das bedeutete Platz 2 nach dem ersten Tag hinter dem Golfclub Nahetal, der 2 Schläge Vorsprung hatte. Ein guter, aber kein perfekter Tag für die St. Leon Roter Titelträume. Am Finaltag schien endlich die Sonne. Als erste schlug Carina Juncker ab, als Spielerin mit dem besten Handicap aller Teilnehmerinnen. Sollte sie mit einer guten Runde die Mannschaft gleich in Führung bringen und den Druck auf die Gegnerin aus Nahetal erhöhen. Und das gelang auch. Sie brachte eine gute 78 ins Clubhaus und nahm der Konkurrenz gleich einige Schläge ab. Da wollte Leonie Harm nicht nachstehen. Eine 80er Runde. Sie hielt die Mannschaft von Trainer Fabian Bünker im Rennen um den Titel. Noch war alles offen. Und auch die dritte Starterin aus St. Leon Roth erlebte einen Ausnahmetag. Laura Kowohl lag nach 9 Loch noch even par und hielt auch auf den hinteren 9 Löchern das Ergebnis zusammen. Mit hervorragenden 75 Schlägen brachte sie ihre Mannschaft in Führung und es bestanden jetzt berechtigte Hoffnungen auf den Titel. Valerie Gress konnte sich am Ende das Streichergebnis leisten. Ihre 83 fiel aus der Wertung. Die Mädchen des Golfclubs St. Leon Roth hatten es geschafft. Die deutsche Mannschaftsmeisterschaft der AK-14 Mädchen. Mit dem Endergebnis von 394 Schlägen hatten sie am Ende deutliche 7 Schläge Vorsprung vor dem Golfclub Nahetal. Gratulation und Anerkennung den souveränen deutschen Meisterinnen vom Golfclub St. Leon Roth.